Und herzlich willkommen zu Gassi TV News. Heute zu einem sehr tragischen Fall. Wir befinden uns gerade in Rüsselsheim auf dem Friedensplatz, wo gestern am Dienstag, den 23. September, zwei American Staffordshire Terrier auf offener Straße von Polizeibeamten erschossen worden sind. Man kann hier im Hintergrund sehen, ist schon eine kleine Gedenkstätte aufgebaut worden. Ich gucke mir den Fall jetzt mal etwas genauer an. Wir haben auch noch Eileen und Miriam getroffen, die zwei Zeuginnen sind und einen Überblick über das Geschehen hatten, was am Friedensplatz in Rüsselsheim passiert ist. Ich bin gegen 10 nach 8 wach geworden und habe dann aus dem Fenster geschaut, habe diese drei Polizeiwagen gesehen und die Hunde. Wir sind dann direkt runtergeeilt, wollten zu diesen Hunden hin, weil wir die ja von klein auf kennen. Die Polizei hat uns definitiv nicht durchgelassen, haben uns beleidigt, halt die Fresse, verpisst euch jetzt, haben uns mit dem Platzverweis gedroht. Und kurz danach kam dann auch schon der vierte Streifenwagen, der mit was ist das denn für eine Karre? So eine große Polizeimaschinengewehr kam und dann auch schon direkt geschossen hat. Was haben Sie genau zu den Beamten gesagt vor Ort? Wir haben gesagt, dass wir die Hunde von klein auf kennen, dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass die Hunde uns niemals was tun würden. Und daraufhin kam dann die Antwort, sie hätten schon zwei Menschen angefallen, ja. Und darauf habe ich dann auch nur gesagt, dass... ich kann es mir definitiv nicht vorstellen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Und von diesen zwei Menschen ist ja jetzt komischerweise auch nicht mehr die Rede. Also Sie haben auch keine vor Ort gesehen, keine Menschen vor Ort gesehen, die angegriffen wurden? Nein. Ich habe mich jetzt einmal zurückgezogen mit den Haltern der Staffs. Zu meiner Rechten sitzt einmal der Osman und zu meiner Linken der David. Was ist denn am vorigen Abend passiert? Wir waren wie üblich mit den Hunden nachts zwischen 12 und 1 draußen. Und haben die sicher drinnen reingestellt, alles abgeschlossen und sind mit einem guten Gewissen nach Hause. Futter, Wasser haben wir alles hingelegt und sind heimgegangen. Und das war's. Am nächsten Tag kriege ich einen Anruf. Und da würde ich ganz kurz mal einlenken, wo genau war das? Wo sind die Hunde untergebracht worden? In meinem Geschäft, was jetzt momentan geschlossen ist, hier in Rüsselsheim am Friedensplatz, wo das Ganze dann halt passiert ist. Und der Laden steht jetzt gerade leer und die Hunde, warum wurden die Hunde da untergebracht? Es wurde schon mehrfach eingebrochen, ich wurde auch da geschädigt, meine Scheiben wurden eingeschlagen, meine Autos wurden eingeschlagen, habe immer Anzeigen gestattet, aber irgendwie die Polizei, Verfahren eingestellt, haben wir gedacht, wir lassen die Hunde einfach mal da jetzt eine Woche zur Sicherheit, bis wir das Ganze rausräumen. Und was ist dann weiter passiert? Wie wurden Sie informiert? Mein Onkel, der zufälligerweise am frühen Morgen hier vorbeigefahren ist, hat eine Streife gesehen und die Hunde gesehen. Er sagt, Osman, der eine Beamte, der hat der einen Beamten gesagt, hier, er schießt die Hunde, er schießt die Hunde. Und die Frau, die Dame, das war wahrscheinlich wirklich ein warmherziger Mensch. Die hat das nicht überm Herzen gebracht und hat gesagt, dass sie das nicht machen kann. Und daraufhin wurde direkt eine Streife bestellt, die automatisch kommt und die Hunde abknallt. So, und ich war ja noch am Telefon. Ich habe gesagt, ich bin in 2-3 Minuten da. Mein Onkel hat es auch denen mitgeteilt. Und als ich dann da gewesen bin, waren 2 Minuten, 1,5 Minuten zuvor die Hunde erschossen. Wie wurden Sie da von der Polizei empfangen? Ja, wie ich von der Polizei empfangen worden bin, sehr freundlich. Ja. Ich bin angekommen, aus dem Auto gestiegen. Der ganze Friedensplatz war voll mit Masse. Waren ca. 12 bis 15 Polizeibeamte da mit 4-5 Autos. Ich bin mitten auf dem Zebrastreifen stehen geblieben, bin ausgestiegen, bin in die Richtung der Polizei gerannt, habe währenddessen meinen Arm gehoben, hab geschrien, ich bin der eine von den Hundehaltern. Was ist denn hier los? Wo ist mein Hund? Ich möchte zu meinem Hund, bitte. Und da hat sich erstmal einer vor mich gestellt. 4-5 haben sich vor mich gestellt, eine Mauer gebildet. Und einer von denen hat dann angefangen zu reden, hat gesagt, ja, erstmal hier ganz locker, mal Ausweiskontrolle. Und da ist bei mir die Sicherung durchgebrannt. Ich habe zwischen ihm und seinem Kollegen zwischen den Köpfen durchschauen können und sah die zwei weiter hinten an der Eingangstür liegen und bluten. Und dann war mir schon alles klar.
kurz einen Ausschalter gekriegt und ich bin auf den Einbeamten losgegangen, das gebe ich auch zu hier. Die haben mich überwältigt, zu fünft oder zu sechst, in Handschellen abgeführt und den Rest hat er sich dann gekümmert. Waren die Hunde denn gesetzlichen Auflagen unterlegt hier in Hessen? Also mussten die zum Beispiel einen Maulkorb tragen? Die Hunde haben vor 4 Monaten beide Wesenstests mit sehr lobenswert, mit der höchsten Auszeichnung, die man kriegen kann, bekommen. Mein Prüfer war der Herr Wilmart in Wiesbaden, sehr, sehr bekannt in Deutschland. Die Hunde waren generell, egal wer auf die Hunde zugegangen ist, die waren von Natur aus lieb, warmherzig und fröhlich. Also auch an diesem Morgen? Auch an diesem Morgen. Jeder, der auf die Hunde zugeht, der kann das auch bezeugen, bestätigen. Das typische Reaktion von beiden Hunden, wenn man auf die zugeht, mit dem Arsch wackeln und mit dem Schwänzchen wedeln. Also einfach nur dieses Freuen. Die haben sich, egal wer auf die zu ist, haben die sich gefreut. Ob es ein Kind war, ob es ein anderes Tier war, ob es ein Erwachsener war, das hat gar keine Rolle gespielt. Die haben sich über jeden gefreut. Und die ganzen Nachbarläden, die ganze Fußgängerzone runter, jeder Laden, was er erwähnt hat, jeder Laden kennt die Hunde und egal wo die Hunde mal gewesen sind, vor der Tür, die vom Eiscafé, die ist raus, hat dem Keks gegeben, die vom E-Plus-Store, die hat ihm Luftballons gegeben, so quietsche Dinge. In den Medien brodelt es zurzeit natürlich auch an Gerüchten. Ich habe unter anderem gelesen, dass eine zweite Person gebissen wurde von den Hunden. Was hast du da für Informationen, David? Ja, die zweite Person, die ist komplett erfunden und erlogen. Die gibt es nicht, die ist einfach dazu erfunden worden. Und die erste Person, das ist keine verletzte Person, auch keine gebissene Person, das ist immer noch sein Onkel, wie vorhin schon erwähnt. Der hat die Hunde etwas gröber anpacken müssen, weil es einfach eine völlige überfordernde Situation war. Die hatten keine Leinen am Hals, weil die ja drinnen waren. Es war ja nie beabsichtigt, dass die rauskommen. Also, um die zu greifen, musste der ein bisschen gröber anpacken. Und dabei hat er sich, weil die wiegen beide 50 Kilo jeder, hat er sich leichte Schürfwunde am Handgelenk geholt. So. Wie war denn das Verhalten an dem Morgen? Wie haben Sie da die Hunde aufgenommen? Sie haben sie ja beobachtet vom Fenster aus. Wie immer eigentlich. Die haben ganz friedlich miteinander gespielt, haben sich das Plakat runtergerissen am Baum, haben damit gespielt. In unserem Bericht wollten wir natürlich auch alle Seiten so gut wie möglich darstellen, um einen umfassenden Überblick über dieses Geschehen hier zu erhalten. Dabei haben wir auch eine Anfrage an die Polizei Hessen gestellt, die uns gebeten haben, für ein weiteres Gespräch einen Fragenkatalog vorzubereiten. Das haben wir natürlich getan. Das war unter anderem die erste Frage. Weshalb wurden die Kompetenzen dieses Tierheims nicht genutzt? Warum wurden sie vor Abgabe der Schüsse wieder abberufen? Die zweite Frage von uns war, dass man auf einem Passantenvideo, was hier gedreht wurde am Ort des Geschehens, konnte man sehen, dass die Hunde in geduckter Haltung waren. Was hat den Polizisten jetzt Anlass gegeben, auf diese Hunde zu schießen? Wo war da die Aggressivität? Zu guter Letzt stellt sich uns natürlich auch die Frage, man hat es in dem Passantenvideo gehört, dass mehrere Schussabgaben von der Polizei erfolgt sind, ob das nicht eine Gefahr für die Passanten auf dem Platz waren, wenn diese Schüsse zum Beispiel an einer Mauer abprallen würden. An dieser Stelle sehen wir uns von Gasse TV natürlich auch gezwungen, einen Kommentar zu diesem Geschehnis abzugeben, da die Pressestelle das Interview, was vereinbart war, leider abgesagt hat. Wir sind der Überzeugung, dass die Polizei ihre erste Pressemitteilung nochmal überarbeiten sollte, in der es hieß, dass die Hunde als sehr gefährlich eingestuft wurden. Es entspricht nicht so ganz dem Bilde, was wir hier vor Ort miterlebt haben. Wir hoffen natürlich für uns und auch für alle anderen Hundehalter da draußen, dass so eine Situation nie wieder passieren wird. Falls das doch mal eintreffen sollte, wünschen wir uns, dass hundeerfahrene Polizeibeamte eingesetzt werden, um mit dem Fall besser umgehen zu können. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Eure Jana.